Ja, die Feuerwehr Fulda wurde alarmiert zum brennenden LKW. Der LKW befand sich hier in Vollbrand und die Löschmaßnahmen wurden quasi direkt eingesetzt beim Eintreffen. Gut, also zum einen die Lage, wo steht denn der LKW? Wir haben hier eine gewisse Nähe zur angrenzenden Tankstelle. Glücklicherweise sind die Abstände groß genug gewesen. Ja, also haben wir kein Übertreten der Flammen auf benachbarte Gebäude. In dem Fall, die Erkundungsmaßnahmen im Erstfall war dahingehend, haben wir Gefahrstoffe an Bord. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Der LKW hat Kunststoffe, Papier und teilweise Metallteile geladen. Personen waren alle schon evakuiert, nicht mehr im LKW befindlich und dementsprechend konnten die Löschmaßnahmen sofort umgesetzt werden. Aber die Geschwindigkeit in unserem Beruf ist immer elementares Mittel. In dem Fall war das sehr positiv, ja. Also die Aufräumarbeiten laufen schon in vollem Gange. Wir werden das Material jetzt noch auseinanderteilen, um Glutnester abzulöschen. Und ansonsten sind es reine Aufräumarbeiten hier vor Ort. Osthessen News. Sehen, was bewegt.